Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Und heute habe ich mir gedacht, ich spiele einfach mal mit einem anderen Charakter. Ich habe hier noch Eve, die scheinbar sehr wenig Leben hat und sehr wenig Angriff. Ich weiß gar nicht, ob das ein Kerl ist oder eine Frau. Aber ich denke mal, ich nehme hier die Magdalene. Das kann gar nicht falsch sein, hier ein bisschen mehr Energie am Anfang zu haben. Man sieht, die meisten Charaktere sind hier noch gar nicht freigespielt. Vielleicht spiele ich die später. Ja, und mit ihrer Fähigkeit, dieses Yamhart, kann sie hier, glaube ich, immer ein Herz auffüllen. Aber erstmal schaue ich mich hier um. Ansonsten von der Steuerung so dürfte das genau dasselbe wie mit Isaac sein. Man kann hier die Tränen spammen. Muss ich den hier nur treffen. Na, zumindest ist er wehrlos. Na, bei der Bombe muss man aufpassen. Und hier könnte ich direkt zum Boss, aber ich möchte mir erstmal die Etage ansehen. Ja. Denn es dürfte hier ja auf jeden Fall auch noch einen Schatz geben und das Geld sollte man auch mitnehmen. Vielleicht finden wir ja auch schon mal Bomben und Schlüssel. Also all das Zeug, was man eigentlich schon braucht. Und hier lasse ich mich natürlich schon mal abschießen und das fängt alles sehr gut an. Ha, eben hat er mich angeschossen, jetzt nicht. Ach, ich muss nah genug ran. Jetzt können wir hier eigentlich schon die Fähigkeit benutzen und die regeneriert ein Herz. Das ist gar nicht so schlecht. Wobei ich halt wirklich auch darauf achten muss. Ha, okay. Da haben wir es doch ein bisschen verschwendet, weil wir hier ein Herz als Belohnung bekommen haben. Oh, haut ab. Ja, die kommen hier auch durch die Steine durch. Und hier bekommen wir einen Schlüssel. Mit dem können wir gleich in den Raum da unten. Wobei das scheint ein Laden zu sein. Was bringt das? Keine Ahnung. In den Laden lohnt es sich wahrscheinlich nicht zu gehen. Schaue ich hier oben mal rein. Okay, und hier können wir wieder komische Sachen aussuchen. Ich nehme einfach mal das, vielleicht ist es ja gut. Ah, ich glaube, das war nicht gut. Ja, jetzt kann ich den Schuss aufladen. Aber ich kann halt nicht mehr schnell schießen. Ich muss aufgeladene Schüsse benutzen. Was würde das hier bringen? Okay, schnell gestorben. Gehe ich direkt auf Replay, wahrscheinlich weil mich das zu viele Herzen gekostet hat. Ich habe diese Sachen, die man hier in diesen Ritualräumen da bekommen kann, auch noch gar nicht so richtig verstanden. Man zahlt halt Herzen dafür und dann sind die doch nicht so gut. Aber die letzte Runde ist ja sowieso schon etwas komisch angefangen, von daher kann es vielleicht hier gar nicht schaden, nochmal neu reinzugehen. Ich hasse es, gegen diese Fliegen zu kämpfen, wenn so viele von diesen Steinen da sind. Dann wird man einfach getroffen. Der Schlüssel dafür fehlt uns. Ich weiß auch nicht, was das hier bringt. Ob man sich da irgendwie opfern kann, muss. Keine Ahnung. Ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wofür das gut ist. So, mit solchen Gegnern komme ich viel besser klar. Die rennen gerade auf einen zu und die hat man viel besser unter Kontrolle. Kann man hier noch schauen, ob unter diesen Haufen irgendwas ist. Und dann sieht es so aus, als würden wir heute mehr als 5 Minuten brauchen, um überhaupt durch die erste Etage zu kommen. Na, was ist das denn? Ein Herz. Ah, es gibt ein Herz mehr. Eine Bombe hatten wir. Wie hat man die nochmal gelegt? Nicht damit? Genau damit. Na, da war leider nicht der Geheimraum und damit ist die Bombe auch schon weg. Da wir kein Geld haben, brauchen wir gar nicht da oben in den Laden zu gucken oder was auch immer das ist. Und können direkt hier rechts weitergehen. Na, wahrscheinlich wäre dann da oben irgendwie der Geheimgang gewesen. Naja, wir haben maximale HP mehr. Das ist schon mal eine gute Sache. Und das mit dem Boss sollte hier einfach klappen. Monstro. Der war, glaube ich, ein bisschen nervig. Ja.
Aber ist machbar. Gerade hier auf den niedrigen Ebenen. Er springt halt manchmal sehr hoch und versucht einen Platz zu trampeln. Und dann spuckt er noch irgendwie ein Zeug. Aber alles relativ einfach auszuweichen, wenn man einfach nur den Abstand hält. Genau. Das sollte hier relativ schnell erledigt sein. Ja, es gibt natürlich hier auch noch Upgrades für den Angriff, auch noch andere Upgrades verglichen mit diesen komischen Opferdingern, die man dann nur noch aufladen kann. Also auch wirklich sinnvolle Upgrades. Vielleicht sehen wir davon auch einige in diesem Durchgang. Das würde auf jeden Fall auch die Chancen erhöhen, nochmal tiefer zu kommen. Und da habe ich ihn besiegt. Was haben wir denn hier? Squeezy. Ach, das hat die Tränen jetzt erhöht. Könnte ich hier noch auffüllen, wenn noch irgendwas zum Auffüllen wäre, aber so kommen wir dann wohl einfach weiter. Irgendwie haben wir da immer den gleichen Traum. Oh, das sieht auch ein bisschen schwieriger aus mit so vielen, aber die sterben ja relativ schnell. Und rennen hier auch ein bisschen desorientiert durch die Gegend. Aber vielleicht sollte ich nicht mitten reinrennen. Das Gute ist, die Herzen bleiben hier liegen. Das heißt, wenn ich jetzt getroffen werde, kann ich da zurückgehen. Und ich habe wieder so einen komischen Raum. Ne, und dann kann ich die natürlich später benutzen. Ja, bleibt mir mal alle irgendwie weg. Noch ein Schlüssel. Jetzt fehlen nur noch Schlösser. So aufpassen, dass das Ding einen nicht von hinten erwischt. Und dabei hat mich dann was von vorne erwischt. Ja, die grauen Herzen kann man leider nicht wieder auffüllen. Und das sind natürlich die, die auch als erstes hier verringert werden. Und wir haben irgendwie einen verrosteten Schlüssel. Ach, und hier treffen wir auf Envy, oder? Ich glaube, das heißt Neid, oder? Das ist hier irgendwie so ein Miniboss. Und der ist hier auch gar nicht schwer. Ah, okay, er spaltet sich hier noch in mehrere Teile. Aber ich glaube trotzdem, dass man den noch ganz gut besiegen kann. Okay, er teilt sich wieder. Und wieder, okay. Vielleicht war ich da einfach ein bisschen zu voreilig zu sagen, dass der leicht ist. Kleinen sind bestimmt auch gar nicht so einfach zu treffen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt wird's unübersichtlich und jetzt kassiere ich auch ordentlich. Aber bei so vielen Zielen sollte ich doch eigentlich irgendwas treffen können, oder? Ich fülle hier auf jeden Fall noch mal kurz meine Energie mit meiner Fähigkeit auf. Einen haben wir noch. Na? Und nicht in die Bombe reinrennen. Und das ist geschafft. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Hier wäre es sicherer gewesen, einfach zum Boss weiterzugehen. So habe ich mir hier nur Dinge einkassiert. An das Geld hier kommen wir so nicht ran. Och, nee. Die Gegner sind alle nervig. Aber vielleicht haben wir da in der Schatzkammer was Gutes, was das Ganze dann doch wieder entschädigt. Auf jeden Fall haben wir auch mehr als genug Schlüssel, um das alles zu holen. Hure von Babylon. Scheint ja ein bisschen mehr Schaden zu machen. Das hat aber nur da in dem Raum funktioniert. Ja, ohne Geld bringt das hier alles wohl nichts. Ich weiß auch gar nicht, was hier die Tasche bringen würde. Das heißt, wir müssen einfach weitergehen. Hier haben wir jetzt zum Glück auch noch mal ein Herz. Dann gehen wir eher schlecht vorbereitet als gut vorbereitet zum Boss. Und das sind die Zwillinge. Ach, die waren nervig. Ich erinnere mich.
Da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, es war auch ganz sinnvoll, den Großen erst zu besiegen und dann den Kleinen. Wobei ich das auch nicht mehr so hundertprozentig weiß. Der Große macht auf jeden Fall hier immer Pause und ist in der Phase auch ganz gut zu erledigen. Aber ich glaube, wenn einer besiegt ist, ja, dann teilen die sich hier aus und der Kleine, der dreht hier jetzt auch richtig ab und ja, manchmal stürmt er irgendwo hin, wo man dann auch nicht mehr viel gegen ihn machen kann. Da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, bisher habe ich den noch recht gut unter Kontrolle. Nur nicht erwischen lassen. Und da ist er besiegt. Das füllt nochmal die Herzen auf und wir bekommen verrottetes Fleisch. Oh, das hat nochmal das Leben ein bisschen erhöht. Das dürfte auch schon alles auf dieser Etage gewesen sein und wir gehen in die nächste Etage. Wir bekommen eine Perücke. Ja, das ist wahrscheinlich die Perücke, die wir hier tragen. Ja, wenn wir hier direkt in die Schatzkammer können, dann gehen wir da doch mal rein. Irgendein chemisches Zeug. Ach, das hat den Schaden erhöht. Das ist doch mal schick. Aber scheinbar nur auf einer Seite. Ja, der Humor in diesem Spiel ist doch ziemlich makaber. So, die Spinnen erwischen. Und um das Ding da oben sollten wir uns kümmern, weil sonst da bestimmt auch wieder mehr Spinnen rauskommen. Und wir bekommen irgendwelche nicht identifizierten Pillen. Da unten kann man kämpfen. Ich glaube, das machen wir mal. Genau, für den Inhalt der Truhe kämpft man hier halt. Und das waren nicht unbedingt freundliche Gegner, die wir hier bekommen haben. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir machen wirklich viel Schaden. Und jetzt kommt die nächste Welle. Ich glaube, das sind auch ein paar Wellen, die man hier überstehen muss, dafür, dass man diesen Schatz dann mitnehmen kann. Ich hoffe, dass sich das im Endeffekt lohnt. So, Yamhart haben wir ja auch noch, das heißt, wir können uns danach wahrscheinlich heilen. Hier, diese Fliegen können halt wirklich gefährlich werden. Einfach, weil sie klein sind, schwer zu treffen und in Massen kommen. Da kommen ja nochmal ordentlich Fliegen raus. Und noch eine Runde. Ah, diese Dinger kann man nur verletzen, wenn sie hier offen sind. Genau. Na, mach dich auf. Und wenn sie sich öffnen, dann greifen sie halt selber an. Was denen doch noch ein bisschen Schutz gibt. Deshalb muss ich hier auch ein bisschen aufpassen. Her. Genau, damit haben wir ihn auch erledigt. Und jetzt können wir nochmal überlegen, hier Yamhart zu benutzen, um das Zeug wieder aufzufüllen. Na, das ist ja auch mal wieder ein super Raum hier. Die ziehen mir hier das Geld aus den Taschen. Das sogar ziemlich erfolgreich. Da habe ich das meiste meines Geldes verloren. Ich nehme einfach mal die Pille, die wir hier haben. Und die gibt uns eine schöne Fliege, was auch immer die Fliege macht. Oh, 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 haut ab. Mit Explosion. Das gefällt mir nicht. Aber die kann man hier scheinbar ganz gut durch die Gegend ziehen. Ja, stirb. Und du solltest auch mal sterben. Sehr gut. Was haben wir hier oben? Noch mehr Gegner, noch eine Tür. Die Etage ist hier, glaube ich, auch relativ groß. Zumindest sieht die ziemlich groß aus. Und die haben hier scheinbar alle solche Sprengstoffangriffe. Nur nicht davon erwischen lassen. Kommen wir an das Herz? Nee, das kommen wir leider nicht. Schade. Denn Herzen brauche ich momentan. Gerade gegen solche Typen.
Ja, und weg hier. Ach, der hat mir die Tür aufgesprengt. Wie praktisch. Und für die ganzen Mühen bekommen wir einen Schlüssel. Ich hätte echt gerne das Herz da. Naja, man kann nicht alles haben. Oh Mann. Oh. Da ist irgendwas passiert und wir sind vor allem gestorben und ich habe vergessen, mein Yamhaar zu benutzen. Ja, das war's von dieser Folge. Die ist dann doch nicht so erfolgreich gelaufen. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Vielleicht komme ich dann mal ein bisschen tiefer. Also, bis dann.